Ich wollte heute zwei kleine Tools vorstellen, die ich mitunter sehr nützlich finde und unterhaltsam auch. Und ja, ich fange mal einfach direkt an mit TLDR. Die Abkürzung kennen ja wahrscheinlich die meisten hier, Too Long, Didn't Read. Die Idee ist, Manpages guckt man sich ja mal immer wieder an, weil man irgendwo einen Parameter von einem Befehl vergessen hat. Und man muss aber ewig drüber scrollen. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein BZIP-Archiv entpacken, also ein TAR-BZ2, dann gucke ich hier TAR und dann suche ich hier nach BZIP und dann habe ich mich vertippt. Weil so, und dann, okay, muss ich J verwenden. Oder aber ich benutze halt TLDR. TLDR-TAR, dann kriege ich hier eine Ausgabe mit ein paar Beispielen, so was man am häufigsten verwendet. Da sieht man hier für BZ2, XJF, alles klar. Ja, die Idee ist, für jedes Tool so 5 bis 8 Beispiele zu haben und dann einfach so eine kurze Zusammenfassung. Einfach erklärt, was tut dieses Beispiel, dann halt den Code, den man verwendet und gut ist. Das Ganze ist halt auf User Contribution aufgebaut. Aber das ist doch redundant. Du brauchst doch nur TAR-XF wissen und nicht TAR-XJF. Inzwischen, ja. Wenn du das TAR geupdatet hast. Wie auch immer, das gibt es ja auch für diverse Tools. Danke für den Tipp übrigens. Und das Schöne an dem daran ist, also es gibt hier das GitHub, ich habe das auch verlinkt auf der Vortragsseite dazu, da kann man hier einfach auf Pages gehen. Hier Common sind so für alle Betriebssysteme verfügbare Kommandos. Ich komme mit der Latenz immer noch nicht so gut klar. Vorsicht, jetzt geht dir mein Licht an oder aus? Und wenn man jetzt merkt, irgendein Befehl fehlt, dann kann man auch selber per Pull Requester seine eigenen TLDR-Pages einreichen. Und das ist, also ich habe auch schon eine eingereicht, das dauert dann irgendwie, der Prozess hat 2 Tage gedauert oder so und dann war das Ding online. Und ja, nochmal zur allgemeinen Usage, also wenn man, ich habe es heute nicht drauf. Das ist eigentlich so ziemlich alles, was man wissen muss. Einfach TLDR-Kommando eingeben, dann kriegt man die entsprechende Zusammenfassung für den Befehl und mit Update holt man sich halt die neuen TLDR-Pages aus dem Netz. Es gibt irgendwie einen Haufen Clients dafür, die sind auch hier alle aufgelistet. Na, hier. Hier unten eine Riesenliste an Clients. Ich habe jetzt hier einen Rust-Client installiert. Im Wesentlichen machen die alle das Gleiche. Manche sind irgendwie ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter. Keine Ahnung, ich habe einen ausprobiert und war damit zufrieden. Das ist der hier. TLDR. Oder TLDR, wie auch immer. Ja, das war das eine. Und das andere, das ist auch ein sehr nützliches Tool für mich, wenn ich jetzt mal wieder TLAR tippe und merke, oh, das gibt's ja gar nicht. Das war klar, fuck. Dann sage ich, fuck, okay. Das ist ein gutes Beispiel. Er hat sofort erkannt, dass ich TAR verwenden wollte. Im Wesentlichen macht, was fuck macht, ist Autokorrektur oder Korrektur für Kommandozeileneingaben. Kann auch mit diversen Programmen interagieren, die es so gibt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal hier reingehe und sage git statsu und fuck macht daraus artgerecht status und ich krieg entsprechend die Infos. Da gibt es auch, also der hat so ein Set an Regeln, wonach er das korrigiert. Hier ist auch eine riesige Liste, was das Ding alles kann. Und man kann sich auch seine eigenen Regeln bauen, wenn man das denn möchte. Ja, wie man das Ding benutzt,
Ist so, also man muss einen Schnipsel in seine Bash-RC oder was auch immer RC schreiben, dass das hier oben und danach kann man einfach Fuck verwenden, um, wenn man irgendwie seinen Tippfehler drin hat, um sich den korrigieren zu lassen. Jo, das war's eigentlich auch schon von mir. Gibt's Fragen? Gibt das auch für Alexa? Was ist das als Alexa? Alexa. Ich kann diese Frage nicht beantworten, aber im Zweifelsfall, wenn nicht, sollte man es entwickeln. Oh nein. Oh ja. Ja? Weißt du, ob das Subtool minus help passt? Also ich meine, es wäre ja eine relativ naheliegende Sache, dass unten drunter nachzugucken, ob irgendwas von den Optionen vom Programm zum Beispiel sich so ähnlich sieht, wie das schon getan hat. Wir können es einfach mal ausprobieren. Okay. Es ist ein sehr großartiges Qualitätstool. Also man kann hier auch durch die Vorschläge durchscrollen. Ich glaube, was er hier macht, ist tatsächlich, dass er aus Dingen, die ich vorher in der Kommandozeile eingegeben habe, sich Dinge raussucht, was ich eventuell machen möchte. Also wie es scheint, geht es nicht generell. Ich habe mich auch nicht viel weiter damit auseinandergesetzt. Also eventuell geht es, wenn man sich so eine entsprechende Regel baut. Ich nutze das halt auch nur als Fuck und Spaß dran haben, dass der meine Eingaben korrigiert. Die blauen Pfeile deuten ja an, dass du schon noch andere Vorschläge scrollen könntest. Ja, ich hatte eben probiert, also okay. mit den Pfeiltasten und er hat halt nichts geändert. Daher nehme ich mal an, dass nichts verfügbar war. Vielleicht als Kommentar in dem Kontext explainshell.com für die andere Richtung. Hier. Da ist Trafo. Mit X, nicht mit C. Statt C. Okay, ja, das kann ich nicht so gut lesen von hier. Oh. Besser. Ist das in F? Oder so. Fancy. Ah, wow. Sehr nice. Damn, sandwich. Und der passt die originalen Landpages. Ah, cool. Kommt hier das für wenige Packages? Oder nur so viel Top-Runde? Für alles, wo es Landpages gibt. Und das ist ziemlich legal. Komische Sachen versteht er nicht. Er nimmt sogar die M-Bomben ordentlich auseinander, das ist ja cool. Kannst du den gleich noch gibt es noch Fragen? Also, ja? Ich habe einen Kommentar zu dem ersten von TLR. Ich glaube, ich habe den noch nicht in diesem Kontext gemacht, sondern bei irgendeinem Twitter-Kontext, wo das auch irgendjemand mal hier vorbeigeschaut hat. Meine größte Sorge ist ja so ein bisschen, wenn man sich daran gewöhnt, immer TLDR zu benutzen, dass man so ein bisschen dieses Learning by aus Versehen draufgeguckt in Manpages verliert. Also mir passiert es total oft, dass ich irgendwie, ich will eigentlich nur minus J durchgucken, nachgucken, also mal als Beispiel, und dann sehe ich aber, dass es auch minus LZMA von Flashing gibt, oder dass ich eigentlich noch diese andere total obskure Option, die ich niemals wieder brauchen werde, auch noch durchlesen muss, bis ich da ankomme, wo ich eigentlich hin will. Und wenn man das lange gemacht hat, hat man ja den meisten Kram von den Manpages von allen Tools irgendwann mal gesehen. Und das scheint mir eigentlich eine, wenn auch in dem Moment nicht optimal, aber langfristig ziemlich gute Strategie, um Tools zu verstehen. Und das verliert man ja, oder nicht? Also, in erster Linie nutze ich TLDR auch, um schnell mal eben, wenn ich den Befehl gerade brauche, das zu überprüfen. Und wenn ich halt irgendwie was Größeres damit machen will, also wenn ich irgendwelche Skripts schreibe, dann gucke ich auch in die Manpages. Also es ist nicht so, dass ich Manpages deshalb nicht mehr nutze, sondern es ist halt irgendwo eine Schnellhilfe zu den Manpages. Wenn ich halt sowieso nur in der Mailpage nach dem, was ich brauche, suchen würde und das einmal kurz durchlesen, dann kann ich es halt so tendenziell schneller finden. Geh nochmal einen Schritt zurück und klick das Forkbomb-Beispiel. Ist das dies hier? Ja, das ist Forkbomb. Alles klar. Alles klar.
Muss ich mir mal bei Zeiten in Ruhe durchlesen. Gibt es eigentlich auch als Comment Line Client? Okay. Ja, dann Dankeschön.